Hey Leute und willkommen bei mir und Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wo ihr das komplette Schattenrüstungsset in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt. Das ist aber noch nicht alles. Ich erkläre euch zusätzlich alle Effekte des Schattenrüstungssets und zeige euch außerdem, welche Materialien ihr für alle Upgrades der Schattenrüstung benötigt und wo ihr die Materialien ganz einfach finden könnt. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wo ihr alle Rüstungssets inklusive der Amiibo-Rüstungssets in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt, welche Effekte die Rüstungssets beim Tragen haben und wo ihr die benötigten Materialien für alle Upgrades finden könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit der Schattenrüstung. Das Schattenrüstungsset ist ein Amiibo-Rüstungsset. Ihr bekommt das Schattenrüstungsset mit der Link Twilight Princess und der Link Super Smash Bros. Amiibo. Falls ihr die Amiibos nicht habt, würde ich euch Amiibo-Karten empfehlen. Das sind kleine Karten und damit erhaltet ihr ebenfalls die Belohnungen im Spiel. Ich habe euch meine Amiibo-Karten, die ich verwende, in der Videobeschreibung verlinkt. In Tears of the Kingdom ist es aber ebenfalls möglich, alle Amiibo-Rüstungsteile im Spiel komplett ohne Amiibos zu finden. Und ich zeige euch jetzt auch wo. Die Schattenhose erhaltet ihr im Untergrund in der antiken Untergrundfestung. Direkt in der Nähe der antiken Untergrundfestung findet ihr bereits die Oni-Usmod-Wurzel, zu der ihr euch teleportieren könnt, falls bereits freigeschaltet. Von hier oben könnt ihr dann ganz einfach alle Monster ignorieren, lasst euch einfach bis zu den Ruinen circa in der Mitte der Festung fallen. In den Ruinen findet ihr dann auch schon die Truhe. In der Truhe befindet sich die Schattenhose. Das Schattengewand erhaltet ihr im Untergrund bei der Marcuse-Mine. In dem spiralförmigen Pfad warten allerlei Monster auf euch. Verwendet hier am besten eine Sonar-Drohne und fliegt den kompletten spiralförmigen Pfad ab. So könnt ihr alle Monster komplett ignorieren. Zumindest, wenn ihr euch beim Fliegen nicht ganz so blöd anstellt wie ich. So ziemlich am Ende der Spirale findet ihr dann auf der rechten Seite bei einigen Irrlichtern auch schon die Truhe. In der Truhe befindet sich das Schattengewand. Die Schattenmütze erhaltet ihr im Untergrund bei der Kriok-Höhle. Verwendet hier den Durchgang in westlicher Richtung, so kommt ihr direkt zur Kriok-Höhle. Wie der Name bereits verraten lässt, befindet sich ein Kriok-König hier im Untergrund und den müsst ihr nun besiegen. Damit der Kampf für euch so einfach wie nur möglich ist, synthetisiert viele Sonar-Raketen mit verschiedenen Schilden. Ich habe zum Beispiel im Kampf einen normalen Chimärenbogen und mein Masterschwert mit einer 85er Stärke verwendet und habe dann im Kampf 5 Schilde mit Sonar-Raketen benötigt. Der Kampf ist dann relativ simpel. Hat euch der Kriok-König entdeckt und befindet er sich in Reichweite, zieht euer Raketenschild und schießt dann aus der Luft mit eurem Bogen auf alle drei Augen. Dann stürzt der Kriok-König zu Boden und ihr könnt auf ihn einschlagen. Sobald der Kriok-König sich wieder erholt, wechselt schnell das Schild und zieht sofort euer nächstes Raketenschild und greift dann aus der Luft wieder alle drei Augen mit eurem Bogen an. Das wiederholt ihr nun so lange, bis der Kriok-König besiegt ist. Und so hat der Kriok-König auch absolut keine Chance, euch irgendwie anzugreifen und Schaden zu verursachen. Habt ihr dann am Ende den Kriok-König besiegt, schaltet ihr die Truhe in der Mitte der Kriok-Höhle frei. In der Truhe befindet sich dann die Schattenmütze.
So, jetzt habt ihr das komplette Schattenrüstungsset erhalten. Kommen wir nun zu den Effekten. Das Schattenrüstungsset hat nur einen speziellen Effekt. Tragt ihr das komplette Rüstungsset, erhaltet ihr den Setbonus erhöhte Angriffskraft. Dank des Setbonus erhöht sich eure Angriffskraft mit allen Waffen um eine Stufe, also 20%. Verwendet also gerade am Anfang des Spiels im Kampf unbedingt das Schattenrüstungsset. So, das waren die Effekte der Rüstung. Kommen wir nun zum Thema Upgrades. Damit ihr nun euer komplettes Rüstungsset auf Stufe 4 upgraden könnt, müsst ihr zuerst alle vier großen Feen in Hyrule befreien. Ich habe euch hier mal die Standorte von allen vier großen Feen auf der Karte markiert. Für weitere Infos schaut gerne mal in die Infokarte oder Videobeschreibung. Dort habe ich euch ein Video verlinkt, in dem ich euch ausführlich erkläre, wie ihr zu den großen Feen kommen könnt und wie ihr die großen Feen befreit. Habt ihr alle großen Feen befreit, dann braucht ihr folgende Materialien für alle vier Upgrades. Für das erste Upgrade benötigt ihr jeweils einen Sternensplitter, einen Topaz und 10 Rubine. Für das zweite Upgrade benötigt ihr jeweils einen Sternensplitter, 4 Topasse und 50 Rubine. Für das dritte Upgrade benötigt ihr jeweils einen Sternensplitter, 6 Topasse und 200 Rubine. Für das vierte und letzte Upgrade benötigt ihr jeweils einen Sternensplitter, 10 Topasse und 500 Rubine. Damit ihr also das Schattenrüstungsset auf die maximale Stufe upgraden könnt, benötigt ihr insgesamt 12 Sternensplitter, 63 Topasse und insgesamt 2280 Rubine. Aber wo bekommt man das ganze Zeug denn jetzt nur her? Starten wir mit den Sternensplittern. Sternensplitter fallen zufällig in der Nacht vom Himmel. Sternensplitter fallen immer in Kamerarichtung von euch vom Himmel. Landet ein Sternensplitter auf dem Boden, dann erzeugt ihr einen großen Strahl, den ihr nicht übersehen könnt. Habt ihr eine genaue Blickrichtung zum Sternensplitter, dann markiert ihn mit eurem Fernglas und teleportiert euch zum nächstgelegenen Schrein und sammelt ihn anschließend ein. Ich habe zu den Sternensplitter bereits ein ausführliches Video hochgeladen. Schaut dazu gerne mal in die Infokarte oder Videobeschreibung, dort habe ich euch das Video verlinkt. Und ja, das Video funktioniert genauso auch in Tears of the Kingdom. Jetzt fehlen nur noch Topasse. Topasse bekommt ihr in ganz Hyrule zufällig von normalen und seltenen Erzbrocken. Ihr findet extrem viele Erzbrocken in Eldin. Ich habe euch die seltenen Erzbrocken mit einem Erzbrocken-Symbol markiert. Wie schon gesagt, droppen Edelsteine nur per Zufall. Wollt ihr aber zu 100% zum Beispiel Topasse bekommen, dann speichert einfach vor einem Erzbrocken ab. Und ladet erneut, falls ihr nicht die gewünschten Edelsteine erhalten habt. Braucht ihr noch mehr? Ihr bekommt Topasse ebenfalls per Zufall von vielen Ivaroks. Ich habe euch auf der Karte sämtliche Ivaroks auf der Oberwelt markiert. Und hier habe ich euch auf der Karte alle Ivaroks im Untergrund markiert. Übrigens, vergesst nicht, dass alle Gegner bei einem Blutmond wieder neu spawnen. Also falls euch noch Material fehlt, dann schaut bei den eben genannten Gebieten nach einem Blutmond wieder vorbei. Habt ihr alle notwendigen Materialien eingesammelt, dann geht zu irgendeiner großen Fee und verbessert dort euer Schattenrüstungsset viermal auf die maximale Stufe. So, jetzt habt ihr das Schattenrüstungsset auf der maximalen Stufe 4 mit einem Rüstungswert von 3x20, also 60 erhalten. In weiteren Videos erfahrt ihr dann, wo ihr die anderen Rüstungssets finden könnt, welche Effekte die Rüstungen haben und woher ihr das nötige Material für die Upgrades bekommt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, welches Rüstungsset ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe euch mein Video zu Midnas Krone oben rechts in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst eine Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!